Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Platinum Enhanced. Schon lange her, dass ich mal wieder ein, dass ich das letzte Mal einen Part gemacht habe zu diesem Spiel. Was haben wir letztens gemacht? Wir sind hier in dieser komischen Höhle reingekommen. Und ja, ich hatte Gäste dabei gehabt, aber die sind diesmal nicht dabei, weil zu einem Takoro ist Minecraft am Zocken. Jeden Tag und Pandiro hat leider Laptop-Probleme, beziehungsweise hat nicht mehr seinen Laptop, weil es in Reparatur ist. Deshalb bin ich alleine. So, jetzt haben wir einen Galaxo und einen Morlott als Gegner. Ich mache einfach mal wieder Metronom, um zu schauen, was passiert. Luftschnitt gegen Morlott macht ja okay, ist okay für den Schaden, aber Relaxo macht mir mehr Sorgen. Immerhin, das Morlott flincht, also es schreckt zurück durch den Luftschnitt, aber dafür bekommen wir von diesem Relaxo einen Body Slam ab, was mir aber eigentlich gar nicht so erschreckt, in Anführungszeichen. Aber ich tue mal aus Sicherheitsgründen mal einen Lichtschild aufbauen, damit ich nicht vor speziellen Attacken stark beschädigt werde, sozusagen. Aber trotzdem greifen die Gegner nur physisch an, was mich ein wenig aufregend. Anführungszeichen. Ich mach mal Mondlicht, Mondschein meine ich. Schau mal, wie viel ich an KP gewinne. Ich glaube nicht so viel. Wenn die Sonne scheinen würde, dann würde es ja sogar meine KP voll aufladen, glaube ich. Warum auch immer. Tja, so ist das Pokémon-Gesetz. Anführungszeichen. So. Einzelmann erreicht Level 52, lernt dabei keine neue Attacke, warum auch. Schließlich wird es sich ja weiterentwickelt zu Pixie. Aber jetzt kommt ein Staraptor, Level 40. Mir wird das jetzt ein wenig zu bunt mit Heinzelmann. Deshalb tausche ich mal schnell aus zu Magnaforce, ganz genau. Ich hoffe jetzt, dass Staraptor jetzt nicht mit Nahkampf ankommt. Weil Magnaforce hat eine Schwäche. Ach, na toll. Natürlich auf mich. Komm schon. Halt es aus. Jawohl. Und ich hoffe, dass mein Magnaforce etwas schneller ist. Ey, wieso werde ich die ganze Zeit angegriffen? Was ist das, Alter? Nur weil ich Magnet bin hier. Wir müssen einfach Discharge machen. Wird zwar Scherox ist auch ein wenig treffen, aber ich hoffe, dadurch wird es wach. Wir meinen, das Staraptor oder Staraptor ist mit einem Schlag kaputt, ist ja klar. Und Scherox bekommt auch ein wenig Schaden und Relaxo steckt es ganz gut weg, war ja klar. Oh Gott, oh Mann, ey, wieso pennt dieses Scherox die ganze Zeit weiter? Es wird mit Rückenzug daran gehindert, es. Dass er ausgetauscht wird, aber das tut er ja nie machen. Jetzt kommt auch noch ein Ding rein. Ein Hippopotas. Ich mache einfach mal Mirror Shot, aber die Attacke fehlt. Verfehlt ihr Ziel? Scherox bereitet einen Klingensturm vor. Und das habe ich vorausgesehen, Erdbeben. Und das tut uns beide sehr stark an Schaden einbringen. Oh Gott, ey. Ja, ist ja die Enhanced-Version. Das ist nicht mehr so einfach wie sonst auch, ne? Aber dieses Relaxo ist mir eigentlich scheißegal jetzt mittlerweile, weil es hat ja schon eigentlich so gut wie fast keine KP mehr. Hat zwar wahrscheinlich noch Erholung drauf, aber ist mir scheißegal. Ich werde jetzt einfach mal Gumball reinschmeißen in unser Knackrack. Und, mit Drachen. Klaue herkommen. Surfer bewahre ich mir erstmal für später auf. Mit Drachenklaue Hippopotas zu besiegen. Und das ist auch geschehen. So. Der Klingensturm, der gerade eben aufbereitet wurde, trifft. Aber Relaxo steckt sehr gut weg. Das Scherox wurde besiegt. Damit hat er seine Aufgabe nicht erfüllt. Warum auch? Es ist ja zu nichts fähig, dieses Scherox. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Ich werde einfach mal das Relaxo, das eh wenige KP hat, mit Zertrümmerer besiegen.
Und ja, der Sandsturm, der Knackrack, gar nichts an Schaden bringt, zum Glück, weil es ja auch ein Boot-Pokémon ist. Medicham! Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welche... Ups. Nein! Was habe ich getan? Pause. Ich habe aus Versehen Pause gemacht. Ich muss noch... Ach, dammit, ich habe keinen Bock. Ich wollte, irgendwie was aktivieren, sozusagen, aber es wollte nicht. Ich wollte nämlich, dass hier die KP-Anzeige nicht mehr so wie eine Leiste ist, sondern dass sie direkt die Zahlen anzeigt. Dazu musste man Start oder Select? Ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit Select gedrückt. Ich glaube, man muss dafür Start drücken, oder? Werden wir es mal gucken. Kill ja. Okay, kein Problem. Ah doch, Start muss man drücken. Stimmt ja. Ja, nochmal Drachenklaue und dann haben wir auch diesen Kampf hinter uns. Und unser Team ist danach auch wieder geheilt. Das ist ja eine kleine Besonderheit, wenn man einen Partner bei sich hat, dass nach jedem Kampf das Team wieder komplett taufrisch ist. Wahrscheinlich haben wir uns so schwer getan, weil es nur Ass-Trainer sind, die immer einen Ass in Ärmel haben, aber das ist mir scheißegal. Unsere Pokémon sind wieder taufrisch und da sind auch schon die Galaktik-Rüpel, die wir auch besiegen müssen. Ja, da machen wir das mal schnell. Brother, mach als Maul. Oh, labert nicht so viel. Ich möchte kämpfen. Let's battle, you fools. So. Die beiden Galaktik-Grüppel haben auch ein volles Team. Jeder drei Pokémon. Und ich weiß, dass Zubat zuerst dran glauben muss. Aber ich tue erstmal ein Lichtschild. Such mit mir ein Lichtschild, ja. Aufbauen. Das kommt mit, wie heißt die Attacke? Von Glamio. Zuschuss, genau. Sehr gut. Zubat ist das nervigste Pokémon, was gerade auf dem Feld ist, aber zum Glück ist es bescheidene Metallklaue down. Hunduster, oje. Da muss ich auf jeden... Ne, stimmt, das hat nicht meine Schere. Stimmt, ja. Wir machen Metronom. Hahaha, wie geil. Zum Glück ist das Glamio, sehr gut, Alter, sehr gut. Zwei ist Glamour verliebt, zu anderem regnet es, das heißt, die Feuerattacken machen Hundemon sehr zu schaffen, beziehungsweise die Feuerattacken, die Hundemon ausführt, denn sie ziehen jetzt weniger ab durch den Regen. Aber das macht eh nichts, denn Hundemon ist jetzt besiegt und jetzt kommt ein Golbat und dieses Golbat wird uns bestimmt sowas auf die Eier gehen. Aber wir machen weiter Metronom und gucken, was wir für eine Attacke rausbekommen. Das Charmian kann ich angreifen. Das Golbat setzt Flügelschlag ein, aber zum Glück hat Sizer das ganz gut wegstecken. Und wir machen Kugelsaat, was aber ziemlich scheiße ist. Denn diese Attacke Kugelsaat, die macht ja nur ein Viertel des Schadens. Denn Golbat ist ja Gift und Flug und beide Schwächen haben eine Resistenz gegenüber Pflanzenattacken. Und Kugelsaat war eine Pflanzenattacke, deshalb war diese Attacke eigentlich nur ein Reinfall gewesen. Boah, Mann, ey, ich hasse es. Ich bin schon seit fast mehr als eine Woche von der Grippe befreit. Ich muss immer noch husten. Und ich nehme immer noch meine Schleimlöser-Medikamenten. Ich glaube, ich werde hier irgendwann sterben. Boah, Magma-Sturm. Lava-Sturm war das, glaube ich. Hätte die Attacke getroffen. Boah, diese Attacke sieht cool aus. Na, was willst du machen? Aber ich möchte, dass dieses Glamio schnell down geht, weil langsam gehen mir diese Herzen auch schon auf die Eier. Deshalb greife ich jetzt, nachdem Golbat die Flügelschlagattacke ausgeführt hat, mit Meteorhieb an, aber die Attacke verfehlt ihr Ziel. Wahnsinn! Das sehen wir doch gerne. Aber dafür kommt ein Stunky rein, unser allseits beliebter Skunkapu, Alter, ich vergesse schon die Namen wieder. Ja, Metronom mal wieder. Schlitzer, zieht nicht viel ab. Und Flügelschlag. Und das müsste Chirox besiegen. Genau, so ist es. So, jetzt bin ich wieder alleine gestellt. Auf mich allein gestellt sozusagen. Und wir machen Raserei. Wahrscheinlich nicht so schlecht. Denn dadurch wird unser Angriffswert erhöht, wenn wir von einer
Attacke getroffen werden, aber wir werden erstmal vergiftet durch Toxin. Toxisch vergiftet sozusagen, das heißt, nach jeder Runde bekommen wir mehr Schaden durch Gift. Also der Schaden durch das Gift verursacht, dass das Gift verursacht, wird von Runde zu Runde stärker. Aber die Metronom-Attacke hat eine Hydro-Pumpe herbeigezaubert, dass das Golbat vernichtend schlägt. Und wir schalten wieder zurück zu den KPs. Wir machen noch einmal die Metronom-Attacke, um zu schauen, was kommt. So, was kommt hier raus? Solarstrahl. Oh Mann, ey, das ist auch eine Scheiße. Solarstrahl zieht ja fast nichts ab bei Stunky. Und es macht Memento. Selbstmord. Oh, wie dumm ist der. Also, das muss man jetzt wirklich sagen. Memento Mori macht der. Ich tausche euch jetzt eh aus. Crowgunk. Das ist ein Toxic-Quark. Ne, Quatsch. Verdammt, ich hab die Namen vergessen. Was ist los? Weiß dieses Pokémon? Crowgunk. Ach, keine Ahnung mehr. Ey, wieso komme ich nicht mehr auf die Namen drauf? Ich glaube, ich habe zu viele Pokémon-Spiele der ersten beiden Generationen gezockt. Glibunkel natürlich, stimmt. Glibunkel. Immerhin, wir haben den Kampf gewonnen. Natürlich ist unser Team wieder geheilt und ich glaube, wir haben jetzt die Eiseninsel durch. Aber ich glaube, die beiden Grüppel haben noch ein kleines Plauderwelsch gehalten. Und jetzt bekommen wir das hier, und zwar ein Ei. Ich weiß jetzt nicht genau, was ein Pokémon da rausschlüpft. Kann ja sein, dass in der Enhanced-Version ein anderes Pokémon aus dem Ei rausschlüpft. In der wirklichen Platin-Edition ist es ein Riolu, die Vorstufe von Lucario. Alter, ich hab's heute mit dem Namen irgendwie. Und wir nehmen mal diese Aufzüge, um mal wieder aus dieser Scheißhöhle zu verschwinden. Aber hier ist ein kleiner Nebeneingang. Und zwar ist das für Registeel gedacht. Habe ich überhaupt Bälle? Und kann man schon jetzt auf Funk gehen, sozusagen. Wir können es mal versuchen. Wir haben jetzt mal einen Leuchtstein oder Funkelstein, was auch immer, gefunden. Ich speichere jetzt mal das Spiel. Saving Get Yourself a Coffee. Ich find die Macher des Sex haben wirklich sehr viel Humor gezeigt. Bei diesem Teil. Get Yourself a Coffee, während du speicherst. Wir müssen erst einmal auf all diese Felder drauf laufen. Aber passiert nichts mehr. Wahrscheinlich erst nach der Liga, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt erst mal die Regis fangen sollte. Keine Ahnung, ich glaube nicht. So, wir fahren mal zurück nach Fleetburg. Habe ich überhaupt den Norden schon? Glaube schon, oder? Oder ne? Wo ich nicht, ne? Ach. Nein, was mache ich denn? Ich will ja unten hier. Nee, der Orden fehlt mir noch. Holen wir uns ihn einfach mal. Wir gehen mal hier in die Arena rein. Was tun wir denn vor? Wir schmeißen einfach mal unser Gumball an den Anfang und gucken mal, was wir so als erstes für Gegner haben. Aber das alles im nächsten Part. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.